Es sind die kleinen Dinge, die an den Expertentischen am höchsten eingeschätzt werden. So wie bei Ute Koch. Ich habe eine Buluba-Uhr mitgebracht, aus Platin mit Diamanten besetzt. Wo haben Sie ein gutes Stück her? Von meinem Ex-Mann vor 30 Jahren als Hochzeitsgeschenk. Das Öhrchen war mir eigentlich immer zu empfindlich und zu kostbar. Insofern hat das eigentlich fast immer im Safe gelegen. Und dann habe ich es zweimal getragen bei einem Theaterbesuch. Aber mittlerweile ist die Uhr auch nicht mehr passend. Ja, ist nicht mehr passend. Nee, heute hat man ja so große Uhren. Genau, Taucheruhren. Aber, genau. Also ich finde die auch schön, muss ich sagen. Klassische Art Deco eigentlich. Aber die Uhr ist nicht älter als 30, 40 Jahre alt. Und heißt das für mich schon, wenn ich sage, die ist gebaut worden im Art Deco-Stil 20er Jahre, ist aber nicht älter wie 40 Jahre, dann ist es eigentlich eine Replik der Originaluhr? Richtig, ja. Ja, also die ist Platin und Iridium, also gutes Material hier. Die Diamanten sind echt. Es ist leider. Verkocht wird teuer. Es wird teuer. Es sind leider, wenn er so redet. Es sind leider nicht sehr viele Diamanten drin. Die Stränge hier beide auf den links und rechts, das sind keine Diamanten. Mhm. Ja, aber ich finde sie schön und ich finde sie auch nach wie vor apart. Lieber Herr Albert Meyer, Butter bei der Fische. Die kosten ein Vermögen, oder? Also Vermögen ist was anderes, muss ich dazu sagen. Also die Uhr wird heute gehandelt. Um die 1000 Euro. Leider nicht mehr. Ja. Jetzt bin ich aber baff. Ja. Also sind wie teuer relativ, war die? Wissen Sie das? 12.000 D-Mark. 12.000 D-Mark. Mhm. Das heißt, also, wenn ich jetzt überlege, vor 30 Jahren 12.000 Mark. Nach Inflation und allem hätte ich jetzt gesagt, kostet 12.000 Euro. Ich muss Ihnen sagen, Buluba ist nicht keine große Marke. Ja. Ist nicht zu vergleichen mit Longines, Rolex oder Cartier oder Legale Cultre. Ist nicht zu vergleichen. Was machen wir zwei? Was möchten Sie machen? Ziehen wir da Dingen durch? Weil ich hätte da so einen Tipp für Sie. Der wäre? Die Herrschaften da oben, die Händler, die haben das Gespräch nicht mitgehört. Mhm. Die wissen nicht den Schätzpreis von dem von mir sehr geschätzten Herrn Meyer. Danke. Mhm. Vielleicht sitzt da oben ja jemand, der sagt, oh, eine Poschert, immer gut verkauft. Mhm. Dann meine Frage, möchten Sie mein Händlerkärtchen haben? Weil ich würde es Ihnen jetzt geben. Ich würde es Ihnen wirklich geben, dass wir es durchziehen oben. Natürlich. Ja? Ja klar, ist auch spannend. Finde ich gut. Ehrlich? Ja klar. Sie gefallen mir, ehrlich. Da leuchtet ein Augen schon. Alter, und nun ganz ohne Quatsch, wenn Sie nachher runterkommen und hat 4 Mille in der Tasche, gibst du mir einen aus. Okay. Machen wir einen Deal? Okay. Wir machen einen Deal darüber. Dann würde ich sagen, hier ist es, das begehrte Händlerkärtchen. Die Dame, damals. Eine Rolex gekauft für 12.000 Mark, dann hätte sie heute einen großen Gewinn gemacht. Nur Buluba war die falsche Marke. Das ist wie beim Pferderennen aufs falsche Pferd gesetzt. Und die ist halt nicht so viel wert. Mit auf dem Weg nach oben befindet sich bereits Ute Koch im Gepäck ihrer auf 1.000 Euro geschätzte Armbanduhr. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin Ute Koch. Und ich habe hier ein nettes, kleines, diamantbesetztes Platinöhrchen von Buluba. Bitte lassen Sie uns das mal anschauen. Bitte, gerne hier. Und das? Ja. Wo haben wir denn das gute Stück? Mhm. Das ist selbstverständlich eine Handaufzuguhr. Die ist bestimmt. Hm. 100 Jahre alt, wenn nicht mehr. Eine Buluba. Platin. Schau mal. Also das ist eine Art Deco-Uhr. Art Deco von 1920 ist Handaufzug wert ca. 600 Euro. Mhm. Zeig was zuerst einmal der Dame, gehen wir mal durch, dass jeder ansieht. Also ich ganz einfach. 600 Euro würde ich aber nicht zahlen dafür, würdest du das machen? Papa. Ja, so eine sehr elegante Uhr. Was haben wir Ihnen noch vorgestellt, wenn ich fragen darf, was Sie möchten? Wir haben die Uhr vor 30 Jahren in der Schweiz gekauft und hat 12.000 D-Mark für diese Uhr bezahlt. Ja, ist mir schon klar. Aber das gibt es heute nicht. Okay. Der Markt gibt das nicht mehr her. Mhm. Verstehen Sie mich? Okay. Aber es gibt schon noch Sammler, ich weiß schon. Ja, das ist. Ich habe da schon jemanden im Kopf, der das. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich biete Ihnen 500 Euro. Da können Sie auch sagen, nee, oder nein? Nee, 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 nee.
Also sie ist schön, aber man muss ja auch denken, man muss sie verkaufen. Also ich würde auch nicht mehr wie 500 geben. Ja. Also das wäre so wie mal Daumen. Sagen Sie einen Preis, was Sie möchten. Sie müssen ja das sagen. Ich bestimme einen Preis. Und Sie sagen Ihren Preis und meinen Preis kennen Sie. Ich denke, 3.000 Euro hätte ich gerne. Aussichtslos, ja. Geht nicht. Da wird jeder Nein sagen. Also ich gebe maximal 700. Ja gut. Sie haben einen schönen Rosenkranz, haben Sie drauf. Ja. Das ist schön, ja. Ja, genau. Das muss ich sagen. Was bietest die du? Die Uhr ist ja auch nicht schlecht. Aber der Rosenkranz, der ist gut. Da gebe ich Ihnen 70 Euro. Ja, 70, mit das wollte ich. Das wäre ein super Geschäft. Ich habe nämlich nur 10 bezahlt. Ich weiß es. Ja, gut. Schon schön. Herrschaft, was macht man? Also 700 ist das höchste Gebot momentan. Auch nicht mehr. Nein. Ja. Madame, dann gebe ich Ihnen das gute Stück wieder zurück. Danke, dass Sie bei uns waren. Ja, vielen Und Dank. Und vielleicht beim nächsten Mal. Okay. Hat uns sehr gefreut. Ja, es war Mich sehr auch. Dankeschön. Okay. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ich bin nicht so ganz zufrieden, weil der Preis doch weit unter dem liegt, was ich mir erhofft habe für diese Uhr.